Bereits am Release-Tag von Ark Survival Ascended gibt es die erste Mod-Map. Und das ist, wie könnte es auch anders sein, Svartalfheim von Nekatos. Als diese für Ark Survival Evolved herauskam, habe ich bereits eine Preview für die Map gemacht und jetzt schauen wir uns die ganze natürlich auch nochmal in der Unreal Engine 5 an und vergleichen an der einen oder anderen Stelle mit der Original-Map. Bevor das losgeht, zeige ich euch aber erstmal, wie auch ihr Svartalfheim in Asa spielen könnt. Und ihr müsst dazu in die Mod-List gehen. Da sind schon eine Handvoll Mods drin, aber nur eine einzige Karte und das ist Svartalfheim. Die 2,96 GB große Map müsst ihr installieren und das dauert eine Weile. Und wichtig, was man hier an der Stelle erkennen kann, die Map ist erst zu 60% fertig. Das heißt, es ergeben sich logischerweise Unterschiede zu der Version von Evolved, denn die war ja bereits fertiggestellt. Ich bin dann eine halbe Stunde lang Kaffee trinken gegangen und als ich wiederkam, war die Map installiert. Das erkennt ihr an diesem kleinen Installed-Button rechts oben. Wählt euren Singleplayer-Modus aus, aber jetzt nicht Ark Stories, sondern Mod Arcs und dort wird Svartalfheim ausgeführt. Ihr könnt das Ganze im Einzelspieler hosten oder einen non-dedicated Server, auf den auch eure Freunde mit drauf joinen können. In der jetzigen Version gibt es drei Startpunkte, ich wähle den ersten, den leichten aus und eigentlich spawnt man da direkt neben so einer Burg und siehe da, die gibt es noch nicht. In Ark Survival Evolved war die Insel schon vollständig bebaut, da gab es vorhin einen Anleger und dann eine Burg und ich denke, so wird das auch in den nächsten Wochen oder Monaten in Ark Survival Ascended werden, denn in dieser Burg gibt es sogar noch eine Art Cave. Um da reinzukommen, musste man diese Tür hier öffnen und innen drin waren dann NPCs und Lootdrops versteckt. Svartalfheim ist in mehrere Biome aufgeteilt und eins davon hier ist so eine Art Vulkan mit einem Lavafluss. Die Optik der Lava hat sich auf jeden Fall ziemlich stark geändert. Der größte Teil der Insel aber ist nordisch geprägt und ist durchzogen von verschiedenen Höhlensystemen. Überall stehen Statuen von Zwergen und erinnern stark an die Herr der Ringe-Saga. Von überall auf der Karte zu sehen, aber niemals zu erreichen, steht in der Mitte der Weltenbaum Yggdrasil. Das kennt ihr zum Beispiel auch schon von der offiziellen Map Fjordur. Bei Yggdrasil handelt es sich um eine Esche, die der nordischen Mythologie zufolge den gesamten Kosmos verbindet. An vielen Stellen kann man an alten Ruinen erkennen, dass Svartalfheim einstmals bebaut oder bewohnt gewesen sein musste, wie hier an diesen Ruinen von der Brücke. Und teilweise stehen sogar noch ganze Bauwerke wie diese riesige Brücke hier, die zwei ganze Berge miteinander verbindet. Die Loot Crates haben das neue Asa-Design und passen damit nicht ganz in diese altertümliche Welt, weil sie doch ein sehr modernes und futuristisches Aussehen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das von Nekatos noch angepasst wird, denn die Loot-Jobs in der alten Version von Ark Survival Evolved hatten das Design von Zwergenstatuen. In der nordischen Mythologie bezeichnet der Ort Svartalfheim das Reich der Dunkelelfen. So werden sie da genannt, aber eigentlich werden dort Zwerge beschrieben, die in Höhlen leben und an riesigen Schmieden arbeiten. Das Handwerksthema ist an mehreren Stellen auf Svartalfheim zu erkennen, wie hier an diesem Amboss. Und für alle diejenigen, die es nicht wissen, an einem Amboss können Gegenstände hergestellt werden, wie zum Beispiel Waffen, also Schwerter, in dem Metall mit Schmiedehämmern in verschiedenen Formen zugeschlagen wird. Diesen Ort kennen wir auch schon aus Ark Survival Evolved, wobei sich das Design doch ein bisschen verändert hat, aber der Amboss in der Mitte ist gleich geblieben. Das ist übrigens ein Transmitter. Überhaupt nicht überraschend stehen auch an anderen Stellen die Bäume im Vordergrund, wie hier bei diesem tollen, cyanfarbenen Baum. Und darunter kämpft eine Herde Aloes gerade gegen Saber. Überall in der Natur sind auch wieder diese Goldsteine zu finden, die kennen wir auch schon aus der ersten Version von Svartalfheim. Der Fokus einer Zwergenwelt muss aber natürlich zwangsläufig auf den Höhlensystemen liegen und hier haben wir eins, das von Vulkangestein umgeben ist, mit einer riesigen Haupthalle und vier Ein- und Ausgängen. An vielen Stellen auf der Karte sind auch kleine Höhlen versteckt, die vielen verschiedenen Tribes, vor allen Dingen im PvE, Baumöglichkeiten bieten. Die Vegetation unterscheidet sich stark, je nachdem, wo man sich auf der Map befindet. Teilweise gibt es eher karge nordische Landschaften, aber dann gibt es auch ein blühendes Tal wie dieses hier, wo ganze Schwärme von Dimorphodons durch die Lüfte fliegen und die sehen wirklich toll aus mit ihren vielen Farben und wo tote Stegos versteinert am Boden herumliegen. Das Wasser in der Unreal Engine 5 sieht ja eigentlich immer toll aus. Aber ich finde, hier in dieser Sumpflandschaft ist es besonders gelungen.
Die Zwerge waren in der nordischen Mythologie aber nicht nur Baumeister oder Handwerker, sondern sie und auch die gesamte Welt hatte etwas Magisches an sich. Das, finde ich, wurde in der alten Version von Svartalfheim am besten ausgedrückt durch diese fliegenden Inseln, die jeglicher Physik widersprechen. Die fehlen in der neuen leider noch und da, finde ich, sieht man einfach, dass die Map erst zu 60% fertig ist und ich bin mir ziemlich sicher, dass die noch kommen werden. Eine Sache passt für mich aber hier in dieser Version schon viel besser als in der alten und das ist der Flair. Wenn ich über diese Brücke laufe und leider an der anderen Seite herunterfalle, weil ich lost bin, dann fühle ich mich wie in eine nordische Mythologiewelt hineinversetzt oder eben in die Herr-der-Ringe-Saga. Und das vor allem, wenn ich vor dieser Tür hier stehe. Auf der steht geschrieben: Sprich Freund und tritt ein. Und ich brülle die Tür die ganze Zeit an: Melon, Melon! Und sie öffnet sich nicht. Das finde ich dann ein bisschen traurig. Es gibt derartig viele Höhlen auf Svartalfheim, dass ich sie euch eigentlich alle gar nicht zeigen will oder möchte. Ein bisschen müsst ihr auch selber noch erkunden. Was ich euch aber unbedingt noch zeigen muss, ist der Redwood. Auch da gibt es eine Höhle, wie sollte es auch anders sein? Und wenn man da herauskommt, steht man mitten unten drin im Redwood. Und diese riesigen Bäume, die haben in Ark eigentlich schon immer mit am besten gefallen. Ich bin ja nicht gerne, weil die Thylacoleus mich gerne ersäufen. Aber davon mal abgesehen, würde ich diesen Redwood gerne bebauen. Am besten mit ganz viel Baumplattformen, wo man sich einen eigenen Baumwipfelpfad durch den Redwood baut. Und wie Robin Hood in den Kronen des Waldes lebt. Stelle ich mir toll vor, könnte auch richtig gut aussehen. Und ich plane jetzt hier sowieso ein bisschen PvE zu spielen, vielleicht mache ich das Ganze da einfach mal. Die meiner Meinung nach coolsten Orte auf Svartalfheim habe ich mir aber für das Ende des Videos aufgehoben. Man möchte es ja ein bisschen spannend machen. Dazu gehört einerseits dieser Steinbruch hier, bei dem man durch die verschiedenen Gänge laufen kann und bebaut, stelle ich mir das richtig cool vor. Oder aber diese verlassene Festungsanlage, bei der ein Großteil der Häuser und die ganze Umrandungsmauer noch steht. Im hinteren Teil befindet sich eine erhaltene Burganlage, das ist für einen Roleplay-Server eigentlich wie gemacht. Und zu guter Letzt eine meiner absoluten Lieblingshöhlen. Die hat insgesamt zwei Eingänge, bei dem einen geht's rein über eine Brücke und das Tor ist gesäumt von riesigen Zwergenstatuen. Ein langer, mehrfach abbiegender Gang führt hinein in die riesige Haupthalle, bei der ein Abgrund von einer langen Brücke überspannt wird. Ich liebe die Lichtverhältnisse in dieser Höhle. Einerseits ist sie so düster und dunkel mit diesen blauen Kristallen, das erinnert fast ein bisschen an Aberration, und auf der anderen Seite fallen dünne Sonnenstrahlen hinein, sodass sogar diese Bäume hier wachsen können. Verlassene Zwergenhäuser bieten die optimale Möglichkeit, um dort einzuziehen, und ich traue es mir gar nicht mehr vorzustellen, wie diese Cave aussehen würde, wenn mal ein ganzer Tribe mit mehreren Leuten sich hier annehmen würde und die bebaut. Ich bin ehrlich, man könnte noch so viel mehr über Svartalfheim sagen. Guckt euch nur zum Beispiel diesen Ort mit den Schwertern an und davon wimmelt es auf dieser Map nur. Es gibt so viel zu erkunden und zu entdecken und deswegen gehört sie für mich auch zu einer der besten Mod-Maps, die es überhaupt jemals gab. Aber den Rest möchte ich euch eigentlich nicht vorwegnehmen. Schaut's euch selber an und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Map so findet. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Vielen Dank an alle Kanalmitglieder und alle anderen, die mich auf die ein oder andere Weise supporten. Und bis zum nächsten Video. Alles Gute für euch.